Hallo Five-Fans, ich bin's hier, Max, von GroundandPound-TV und ich stehe hier zusammen mit Pascal Panzer Krauss. Pascal, wie geht's dir erstmal? Ganz gut soweit. Ich bin jetzt hier gerade auf der FIBO angekommen. Sieht ganz nett aus, sind einige Maschinen da, also nicht nur Männer, sondern auch Frauen. Und ja, wird bestimmt eine lustige Zeit hier. Ja, und du gibst ja uns Autogramme unten, ne? Ja, also wer Lust hat und das jetzt sieht, ich weiß gar nicht, wann zeigt dir das? Wie lange hast du heute noch? Alles klar, also dann ist es aktuell, wer Lust hat, kommt vorbei, holt sich ein paar Autogramme, lässt sich ein bisschen beraten, was hier Phantom und so weiter neu auf dem Markt hat, XTFC, lohnt sich auf jeden Fall. Genau, also Halle 12, ne, kommt vorbei, Pascal kann man dann auch wirklich Fragen stellen über die UFC, über sein eigenes Training, wie es ihm geht und natürlich über die Produkte, die wir da halt anpreisen, Phantom, XTFC. Und jetzt mal zu dir, Pascal, du hast ja diesen sensationellen Kampf gehabt in Oberhausen und ja, Fight of the Night gewonnen und jetzt bist du schon lange Zeit krank, also du hast eine Schulterverletzung. Ja, genau, also nach meinem Kampf habe ich mich im Dezember dann verletzt an der Schulter, wurde operiert und ja, das Ganze war recht unschön, also ich war noch nie schwer verletzt und das war meine erste OP und ja, war eine recht harte Zeit, aber so langsam aber sicher geht es wieder in die richtige Richtung und ich hoffe, dass ich Ende des Sommers zurück bin und wieder kämpfen kann. Und wie ist das aber für dich? Du hast diesen Hype gehabt und jetzt erstmal die lange Pause, wie ist denn das? Ja, es war schon extrem. So von eben, wie du selbst sagst, hier es lief alles blendend, super Kampf gewonnen, dann auch noch den Bonus gekriegt und dann auf einmal liegst du zu Hause im Bett, hast tierische Schmerzen und kannst dich gar nicht mehr bewegen. Aber ja, man muss dann versuchen, positiv zu bleiben und eben die gute Seite daran sehen. Es war jetzt hier zum Beispiel eben, dass ich keinen Überflieger bekommen habe, dass ich weiter bodenständig geblieben bin, dass es mir mal gezeigt hat, wie wichtig es eigentlich ist, noch ein zweites Standbein zu haben, weil so eine Sportkarriere halt echt ja, verdammt schnell vorbei sein kann, wenn die Gesundheit nicht mehr mitspielt. Und ja, dass es eben auch wichtig ist, Freunde zu haben, nicht nur hier ja, Leute, die einen toll finden, weil man gerade kämpft, sondern Leute, die einen wirklich für die eigene Person schätzen. Das war jetzt sehr philosophisch, oder? Nee, aber ich glaube auch sehr richtig. Also weil ich denke, du hast jetzt beide Seiten mitbekommen. Also jetzt einmal, wenn man so einen Hype hat, da hat man nur noch gute Freunde. Also ist sie wahrscheinlich auch schon. Hast du auch erlebt? Ja, klar. Es ist auf jeden Fall so, dass dann je mehr du im Mittelpunkt stehst, desto mehr Leute wollen dich dann auf einmal kennen. Also so extrem ist es bei mir jetzt im Moment noch nicht, aber wahrscheinlich schon stärker, als es früher war, als mich noch keiner kannte. Ja, und dann ist man auf einmal krank und dann sieht man auf einmal, wer die wahren Freunde sind. Also ich denke mal, du hast jetzt so, wirklich wie du es schon gerade gesagt hast, die Höhen und Tiefen jetzt ganz, ganz schnell hintereinander kennengelernt, ja? Ja, also das war so ein Kontrastprogramm und ich hoffe, dass ich jetzt mal mein Pensum so an Verletzungen abgearbeitet habe für die nächsten paar Jahre und dass ich dann jetzt, keine Ahnung, vielleicht bis 30 oder so als verletzungsfrei da durchkomme. Das wär doch ein Deal, oder? Ja, also ich würde es auf jeden Fall wünschen, also bin ich ganz ehrlich. Und jetzt, ich habe auch gehört, du hast eine neue Seite, ne? Deine Homepage. Ja, stimmt. PascalKrauss.com. Danke für den kleine Werbung. Ja, schaut mal vorbei. Wer mich nicht eh schon bei Facebook oder Twitter als Freund hat, da findet ihr immer, was gerade bei mir so aktuell abgeht, was ich mache, was ansteht mit Kämpfen. Und ja, wie gesagt, PascalKrauss.com. Reinschauen. Ja. Pascal, jetzt die Frage, also da du jetzt verletzt bist und jetzt wieder anfangen wirst zu trainieren, wann kann man wieder mit einem Comeback von dir rechnen? Also eigentlich war ja geplant, dass ich jetzt Ende April bei der großen Veranstaltung in Kanada kämpfe, im Vorprogramm eben von GSP und Shields. Wäre der Hammer gewesen, ist glaube ich die größte UFC-Veranstaltung, die sie bisher machen. 52.000. 55.000 verkaufte Plätze schon. Ja. Macht es natürlich nicht besser, wenn man sich das so vor Augen hält, aber ich hoffe, dass ich Ende des Sommers dann wieder kämpfen kann. Ende des Sommers, Anfang Herbst habe ich mir als Ziel gesetzt, wieder aktiv im Käfig zu stehen. Ja, Pascal, da freuen wir uns auch alle drauf und wünsche dir weiterhin gute Besserung und dass du uns so erhalten bleibst, auch dass du bis 30 auch verletzungsfrei durchgehst und ja, vielen Dank fürs Interview, Pascal.